Hallo, mein Name ist Helena. Ich habe ein Lied geschrieben. Meine Nichte hat mir dabei geholfen beim Text. Es geht um die Kinderfrühsexualisierung. Und wir haben jetzt schon so viel gehört, wie dramatisch eigentlich der Stand ist. Und ich finde, dieser Stand der Frühsexualisierung unserer Kinder, der ist hochdramatisch. Ich bin Mutter von 5 Kindern und Oma von 4 Enkeln. Und es ist... Und es ist gewaltig. Es regt in uns so viel, wenn wir wissen, wenn wir mitkriegen, wie sie versuchen, unsere Kinder auf einer ganz sanften Art und Weise zu manipulieren, zu erziehen, eigentlich zu ermorden. Für mich ist das Kindermord. Die Kinder so umzuprogrammieren, dass sie gar nicht mehr richtig funktionieren, naturgemäß nicht mehr funktionieren können. Es ist Kindermord. Und darum, dieses Lied heißt, wach auf. Wir sind aufgestanden und haben es zugerufen, wach auf. Und das wollen wir mit euch auch gemeinsam tun. Nämlich, wir haben die größte Waffe, das ist das Licht. Das Licht, die Wahrheit, das ist die größte Waffe. Wenn wir nicht mehr kriechen, wenn wir aufstehen und die Wahrheit aussprechen, dann können wir so viel bewegen. Es sind nicht viele, die das manipulieren. Es sind so viele, die schweigen, die noch nicht wach sind. Aber wir stehen auf. Haben wir gerade gemacht. Und jetzt dürft ihr alle mitmachen. Los, komm, wach auf! Zukunft unserer Kinder ist gefährdet.
Wow. Was tun? Wir haben ja vieles probiert. Wir haben demonstriert, wir sind auf die Straße gegangen, es gab einen reisenden Kampf. Wie Ivo gesagt hat, es wird instrumentalisiert, du kannst fast gar nichts mehr machen und das ist auch nicht unser Ziel. Wir wollen keinen Straßenkampf oder irgendwas erreichen. Wir wollen aber auch nicht wie prüde Eltern über die Straße laufen mit Traktaten und versuchen, die Leute irgendwie zu erreichen, weil wir haben gemerkt, sie nehmen es nicht an. Und dann fragt man sich, kann man verzweifeln und sagen, wie nehmen sie es denn an? Wie kriegen die Leute bewegt auf der Straße, dass sie es annehmen? Dass sie sich zumindest mal damit beschäftigen. Sie schauen da nicht mal mehr rein. Manche nehmen es aus Höflichkeit an, danke, und stecken das weg und dann einfach nur, weil sie nicht unbequemen Situationen ausgesetzt sein wollen. Und so sind wir dann kürzlich in eine große deutsche Stadt marschiert, haben dieses Lied mitgenommen, eine große Akkubox und haben dann mitten, und es war an diesem Tag strömend am Regnen, mitten in diesem Regen in dieser Stadt das Lied volles Programm aufgedreht. Und dann fing einer an, noch einer kam dazu, noch einer. Und dann haben wir plötzlich synergisch diesen Tanz einfach so da im Regen einfach durchgeführt. Die Leute kamen aus den Geschäften, die blieben stehen, die waren völlig, sie kamen auf uns zu, wir mussten nicht mehr auf sie zugehen. Das war plötzlich der Wandel, oder? Ja. Was ist denn da los? Gibt's da was umsonst? Das ist ja so die Denkweise. Gibt's da was umsonst? Ja klar, da kommen sie hin und in dem Moment, wo wir klatschen, das Lied aufhört, gehen sofort Broschüren ohne Ende an die Leute und die besten Gespräche finden statt. Gehst du eine Straße weiter, wo die Leute es nicht mitbekommen haben, ist das gleiche wie vorher auch. Und da haben wir dann an diesem Tag, an diesem Samstag, innerhalb von 3 Stunden, glaube ich, 2 Stunden, haben wir insgesamt 5 Einsätze gemacht. Wir sind einfach von Kreuzung nach Kreuzung gezogen, wir waren so am Brennen dafür. Die Leute wurden erreicht, es waren über 1000 Broschüren, gingen raus, es waren gute Gespräche mit dabei. Und nach 3 Stunden war das Ding erledigt, wir waren weg. Das Ding war nie angemeldet, es war nie irgendwo, es musste nicht genehmigt werden, wir haben einfach Spaß gehabt. 1000. Über 1000 Broschüren, ne? Genau, ja. Das einfach nur als Impuls, das ist jetzt nicht, dass wir sagen, jeder muss jetzt tanzen, um die Leute zu erreichen. Einfach als Impuls, Leute, werdet kreativ und schaut einfach, was würde euch ansprechen. Wo würdet ihr dann stehen bleiben? Wo erreicht man euer Herz? Darum geht's doch, oder? Es ist ja nichts, was wir verkaufen wollen, was wir an den Mann bringen wollen. Leute sind belästigt von den ganzen Leuten, die auf der Straße stehen und irgendwas verteilen. Ich mache selber ja schon Bogen drumherum, weil es mir einfach unangenehm ist. Aber hier erreicht deren Herz. Überlegt, was für Möglichkeiten gibt es. Und ganz kurz so zum Satz noch zum Frühsexualisierung, einfach weil auch das sehr, sehr schwer vielleicht einzuordnen ist für manchen. Die Kinder, wie Ivo heute Morgen gesagt hat, immer jünger, mittlerweile im Kindergartenalter, in der Grundschule, sie werden frühsexualisiert. Sie werden versaut. Dort wird mit Pornomaterial im Unterricht gehandhabt, gearbeitet. Es ist nicht mehr die Sexualkunde, die von früher kennt. Vertut euch da nicht, informiert euch. Es ist skandalös, es ist dramatisch. Es treibt dir die Tränen in den Augen, wenn du siehst, was mit den Kindern gemacht wird. Meine Tochter ist jetzt in der 5. Klasse in der fortführenden Schule. Sexualkunde war früher 1 Stunde, alle haben einen roten Kopf gehabt und das war's. Heute ist es 1 Woche plus eine Sexualkunden-Klassenfahrt mit abschließender Transgender-Party, die da offen beworben wird im Elternbrief. Wir sind stolz auf unsere Transgender-Party, ja? Dass die Jungen auf jeden Fall alle Mädchenklamotten mitbringen und von den Mädchen geschminkt werden. Es ist, das passiert in unserer Zukunft. Wollt ihr das? Wir können noch so sehr den Krieg stoppen, wir können alles machen und das machen wir auch, oder? Aber wir dürfen das nicht sein lassen, wie Ivo gesagt hat, wir dürfen es nicht den Kindern überlassen. Lasst uns da gemeinsam wirklich schauen, egal ob ihr Single seid, irgendwie junge Erwachsene, Jugendliche, ob ihr Opas, Omas seid, ob ihr gar keine Kinder habt, spielt keine Rolle. Lasst uns gemeinsam einfach schauen, wo sind diese neuen Wege, wie wir die Leute erreichen, auf allen Ebenen. Sei es die Bargeldabschaffung, Klimawandel und diese ganze Klimalüge. Also ich, einfach als Ermutigung für euch. Da freuen wir uns drauf. Super. In aller Kürze.